Also weiter. Er hat gerade mal kurz aufgehört. Aber kommuniziert sehr laut auf mich ein. Also man beschallt die letzten Tage sehr laut auf mich ein. Meine hat auch ziemlich stark die Strahlung in den letzten Tagen auf mich erhöht. Anfang der Woche musste ich mich mehrmals übergeben. Er drückt nochmal drauf. Er will mich auch mit dem lächerlich machen. Er ist der Überzeugung, dass die Leute nur das sehen, was er sich in seiner kranken Fantasie ausmalt. Ja, tschüss. Auf jeden Fall hat man Anfang der Woche, schon seit Anfang der Woche, die Strahlung sehr hart auf mich erhöht. Es kann auch dadurch kommen, weil unter mir jetzt jemand eingezogen ist. Sie ist noch nicht eingezogen, aber hat ihre ganzen Möbel alle schon reingestellt, die Küche schon angefertigt. Ich denke mal, alle Leitungen unten sind offen, also alle Stromleitungen sind angeschaltet. Und das nutzen diese hier, die Terroristen, gegen mich unter anderem aus. Ja, wie gesagt, ich muss mich mehrmals übergeben. Ich habe starke Schleimhautbrennungen gekriegt und man frischt mich schon wieder rein. Ich denke mal, man kann das sehr gut unterscheiden, wenn ich mich klar ausdrücken kann und wenn man mir wieder reinfunkt. Ist auf jeden Fall sehr schwierig, sich da noch klar auszudrücken. Auf jeden Fall hat man mich sehr verbrannt, meine Schleimhäute angegriffen. Ich habe richtig Magen-Darm-Schmerzen davon bekommen, also richtigen Brennreiz. Es war keine Grippe oder sonst was, kein Geschwür. Ich kenne das alles. Es ist ein weitgehender Unterschied. Ich bin mir aber sicher, das war nicht mein Magen, das war nur meine Schilddrüse, die völlig überreizt war. Tut jetzt noch ein bisschen weh. Ich kann auch durch Muskeln und Sehnen anspannen. Kann ich die Laser von mir abwerfen, sage ich jetzt mal, nicht abwerfen, sondern abschütteln. Ja, aber das funktioniert halt nur kurz, weil sie dann sofort wieder ansetzen. Immerhin habe ich Sender RFID oder RGBS in meinem rechten Bein. Und wieder kriege ich den gekommen. Wo sie mich immer anvisieren können, sei es nur durch Klirrfaktor. Jeder Gegenstand, also metallischer Gegenstand, klirrt anders, gibt einen anderen Ton ab, wenn man in einer bestimmten Frequenz auftritt. Das ist so einfach. Auf jeden Fall die letzte Woche war es ziemlich hart. Vorgestern war mein Kumpel bei mir, da haben sie mal ein bisschen ruhig gemacht, aber auch ziemlich reingefuscht. Ihm sind auch ein paar Sachen aufgefallen, wie unter anderem, wo er sein Handset auf hatte. Er hat mit niemandem kommuniziert und irgendwie hat Donner dann auf ihn drauf beschallt. Er so, hast du das gehört? Normal hätte es ja im Fernsehen auch gehört, nicht so was. Ja, irgendwer hat jetzt gerade Donner gesagt zu mir, weil er Donner geteilt hat. Also auf der Xbox läuft. Und da hat man ihn halt auch beschallt. Das ist ja ganz einfach. Ne? Die Knochenleitung, die Frequenzen da auftreten. Ich weiß nicht, um was es sich handelt, ob das eine Art Ultraschall, Röntgenlaser ist, irgendwas in diesem Bereich. Es sind aber auch Mikrowellen, ne? Die verbrennen mich ja immer nicht. Obwohl Ultraschall und Röntgen strahlen ja gewissermaßen all diese elektrischen Reize auswirken können. Ich kenne mich halt in diesem Frequenzbereich nicht aus. Muss ich auch nicht. Ich bin hier geschädigt. Ich werde dadurch angegriffen. Die brauchen das auch nicht weiter leugnen, dass es sowas nicht gibt. Das gibt es. Muss ich jetzt auch gar nicht alles erklären, wie lange es schon Laser gibt, wie lange das Vorhaben, Laser aus dem Weltall, ich sag's mal ganz einfach. Seit 1980 versucht man schon, Laserwaffen für das Weltall herzustellen. Heute leben wir im Jahr 2011. Im Gegensatz zu mir berichten andere schon über längere Verfolgung an sich. Das hat aber was mit der Telekom zu tun. 97 habe ich noch was im Kopf, die hauen mir gerade ziemlich rein. Die eine Erlaubnis haben für den Luftraum. Ich wette, seitdem gibt es auch diesen Terrorismus aus dem Weltall. Ja, wie gesagt, mein letztes Jahr dazu. Man schreit sehr stark auf mich ein und einen nicht gehässigen Ton, sondern wir sind einfach auch rational krank. Ich bin mir sehr sicher, dass wir auf Kokain sind. Und ich weiß auch, mit wem ich es gerade zu tun habe. Er ist ziemlich sauer auf mich, weil ich einen Strich vermeide. Ja, ist halt ein Strich. Weil sie seine Freundin hinterher, das ist ein Strich, das ist kein Mann, das ist ein Strich.
Ja, wie man sehen kann, mache ich die Leute also wie die Terroristen ziemlich fertig. Das macht mir immer wieder Spaß, wie sehr sie mich auch quälen. Ich habe mich gerade hier auch ein bisschen so angepackt. Habe letztens auch ein Edelstahlgewebe bekommen, sehr feinmaschiges. Davon werde ich mir nachstellen. Und ich bin mir sehr sicher, dann kommen sie nicht mal auf mich ein. Ich habe hier sehr gute Effekte. Ich habe das geerdet. Ich sitze momentan nur drauf, das ist mein Stück. Und sofort konnten sich meine ganzen Organe, meine Sehnen, alles entspannen. Und die Strahlung fließt sofort von mir ab. Sie haben ja in den letzten Tagen auch wieder ins Arschloch verbrannt. Unter anderem, wie gesagt, meine ganzen Schleimhäute sind betroffen. Darüber verteilt sich halt die ganze Elektrizität dann. Und so kann ich es wieder abführen. Also es geht mir schon ein bisschen besser. Aber danke. Donnert. Haha, das finden sie immer so witzig. Das Wort zu nehmen, auf was Falsches einzureden, mir ein Blackout einzuschießen, mir vorzuhalten, niemand würde mir glauben. Die Leute glauben mir schon, aber ich habe mal Angst. Wer hätte davor nicht Angst? Aber ein bisschen Strahlung und schon ist auch. Ja, ich mache mal Schluss, das ist echt anstrengend. Was soll ich nochmal Stricher machen? Hallo, Stricher! So, finden Sie, Sie spielen das dann in das Lustige rein. Was bist du psychologisch begabt? Sie spielen das halt ins Lustige rein. Also wer es nicht versteht, der lacht ja üblicherweise. Bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal.